Das 120F entwickelt sich immer weiter und entwickelt sich immer besser und deshalb wird es Zeit für den ersten Rückschnitt. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaowner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video geht es nochmal um ein kleines Update im 120F. Ich möchte dir nämlich einmal zeigen, wie sich vor allem die Stängelpflanzen mittlerweile entwickelt haben und was wir jetzt machen können, damit sie sich weiter besser entwickeln. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du wahrscheinlich schon gesehen, wie sich das 120F mittlerweile entwickelt hat und dass auch die Stängelpflanzen gut zugelegt haben und auch die erste rote Farbe zeigen. Heute möchte ich dir einmal zeigen, was ich im 120F gemacht habe, damit das jetzt so wird und wie ich angefangen habe, die Stängelpflanzen zurückzuschneiden. Du erinnerst dich ja bestimmt noch, beim Einsetzen der Pflanzen war es so, dass einige Pflanzen Topfpflanzen waren, andere Pflanzen waren In-Vitro-Pflanzen. Und gerade die Topfpflanzen, das heißt die Rotala rotundifolia und die Rotala Orange Juice, die sind deutlich stärker und deutlich schneller gewachsen als die In-Vitros. Klar, sie waren von vornherein natürlich auch schon größer und kräftiger. Und da müssen wir heute einmal so ein bisschen die Höhe angleichen, damit die Pflanzen möglichst alle identisch und gleichmäßig wachsen, damit das wirklich wie eine zusammenhängende Fläche aussieht. Außerdem ist es so, dass gerade die Rotala Valici ganz hinten im Hintergrund richtig Gas gegeben hat und die ist deutlich schneller und deutlich höher gewachsen als die Rotala Hara. Beides waren ja In-Vitro-Pflanzen, aber die Valici hat wirklich ein krasses Tempo an den Tag gelegt und hat mittlerweile auch schon eine wirklich schöne Farbe ausgebildet. Und auch da müssen wir also heute so ein bisschen angleichen, die schon mal zurückschneiden, dass wir da also überall auf eine gleiche Höhe kommen, damit das Ganze gleichmäßig nachwachsen kann. Außerdem war es so, dass auf der linken Seite gerade im Bereich der Rotala rotundifolia drei Stängel aufgetrieben sind im Laufe der Zeit. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die wieder einzupflanzen. Ich habe die einfach rausgefischt. Aber jetzt ist da natürlich eine kleine Lücke und die können wir jetzt natürlich auffüllen mit den Kopfstecklingen, die wir jetzt heute abschneiden und haben dann nämlich sofort perfekt auf submersives Wachstum umgestellte Stängelpflanzen, die wir dort einsetzen können und die ziemlich schnell anwachsen werden und dann auch wieder diese Lücke vernünftig füllen werden. Das Rückschneiden selber würde ich dir immer empfehlen, bei ausgeschaltetem Filter zu machen, damit nicht die Sachen, die du abschneidest, erstmal durchs ganze Becken gewirbelt werden und sich vielleicht irgendwo verhaken, wo du sie nicht wiederfindest. Da eigentlich alle Pflanzen, bis auf die meisten Moose, von selbst auftreiben, ist es überhaupt kein Problem bei so einem Rückschnitt. Man schneidet etwas ab und es schwimmt zur Wasseroberfläche und da kann man es dann problemlos wegkäschern. Neben den Stängelpflanzen, die wir gleich schneiden werden, ist mir aufgefallen, dass einige Blätter der Hygrophila pinnativida sehr, sehr lang geworden sind. Und ich mag diese Pflanze besonders deshalb, weil man sie wirklich schön formen kann. Ich kann also, wenn ich immer wieder die ganz langen Blätter abschneide, sie dazu zwingen, kriechender zu wachsen und mehr in die Breite zu wachsen und nicht mehr so lange Blätter auszubilden. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich damals schon in meinem Ancient Stone Mini M getestet. Und deshalb geht es also zuerst daran, einmal die langen Blätter der Hygrophila pinnativida abzuschneiden. Schneidet Blätter immer möglichst weit unten ab, denn das Blatt, was ihr abschneidet, ist verloren. Das kann nicht weiter wachsen und das wird über kurz oder lang ohnehin absterben. Das heißt, wenn ihr es nur halb abschneidet, verfault der andere Teil irgendwann. Das ist nutzlos, schneidet deshalb Blätter immer so weit wie möglich unten am Stiel ab. Und dann ging es eben an die Stängelpflanzen. Wichtig war vor allem, dass wir einmal die Rotundifolia und die Orange Juice, die weiter vorne gepflanzt wurde, deutlich runterschneiden, dass sie nämlich einmal sofort buschiger wirkt, weil dort sind natürlich wesentlich weniger Stängel gepflanzt als im Hintergrund mit den In-Vitro-Pflanzen, weil aus den Topfpflanzen einfach auch gar nicht so viel Pflanzenmasse rauskommt. Und gleichzeitig sorgt es natürlich dafür, dass sie dann eben auf einer Höhe ist. Also da habe ich ordentlich zugelangt und die ordentlich runtergeschnitten. Und dann das gleiche nochmal im Hintergrund mit der Rotala Valici, die wie gesagt auch schon sehr, sehr hoch gewachsen ist. Zum Teil haben da einige Stängel schon die Wasseroberfläche berührt, die also auch wieder auf ein Level runtergeschnitten. Sozusagen das vorne und ganz hinten jetzt auf dem Level der Rotala Hara ist, die sich so in der Mitte hinten ja befand, die aber noch deutlich niedriger war. Und jetzt haben wir da wirklich eine gleichmäßige Oberfläche, eine gleichmäßige Fläche, die jetzt auch gleichmäßig nachwachsen kann und die wir dann auch besser in Form halten können, wenn das Ganze erstmal auf einer Höhe bleibt. Und zum Schluss noch ein Tipp zum Rausfischen der ganzen Pflanzenüberreste. Man kann das Ganze ziemlich gut einfach nur mit der Pinzette machen oder nur mit einem Kescher machen. Was ich aber eigentlich mittlerweile noch lieber mache, ist, ich setze einen zusätzlichen Skimmer ein. Und zwar wie eigentlich immer hier den Eheim Skim 350. Das ist einfach der beste Skimmer, den man haben kann. Und den habe ich mittlerweile sogar noch fest im 120F zusätzlich installiert. Denn ich finde, die Wasseroberfläche könnte immer noch ein bisschen sauberer sein, als sie alleine durch den Glasskimmer bereits war. Aber bei dem ist
einfach das Problem, die Zähne, wo das Wasser durchfließt, die sind sehr, sehr fein und die setzen sich schnell mit Pflanzenresten zu und dann ist die Absaugekraft nicht mehr so wunderbar gegeben. Und deshalb setze ich jetzt einfach noch zusätzlich auf der Einlaufseite den Eheim Skim 350 dauerhaft ein, aber gleichzeitig sorgt er natürlich auch dafür, gerade nach einem Rückschnitt, wenn man den anwirft, das dauert keine 5 Minuten, dann befinden sich alle Pflanzenreste im Becken um diesen Skimmer verteilt und man kann sie mit einem Mal problemlos rausfischen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Hilfe, wenn es darum geht, Pflanzenreste aus dem Becken zu holen. Und das war's auch schon mit dem aktuellen Stand vom 120F. Jetzt kann das ganze Becken, wie gesagt, gleichmäßig nachwachsen und auch gleich schnell auf der gleichen Höhe bleibend nachwachsen, sodass die kommenden Rückschnitte sehr viel einfacher sein werden, weil man dann nur noch einzelne Triebe rausnehmen muss und nur noch generell die Form beachten muss, aber nicht mehr so viel Angleicharbeit leisten muss. Und auch die Farbe kommt jetzt immer weiter durch. Die Rota Lavalici sieht ja schon echt gut aus. Die Rota Lahara fängt langsam an, ihr Rot auszubilden. Und auch bei der Rotunifolia sieht man so erste rote Spitzen an den Blättern. Die Orange Juice lässt sich noch ein bisschen Zeit, aber die soll ja auch mehr ins Gelbliche tatsächlich gehen. Die soll ja gar nicht rot werden. Da ist also dieser Übergang sozusagen geplant. Alles andere entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut in diesem Becken. Alle Pflanzen wachsen gut an. Einige der Busse Phalandras haben im Zuge der E-Mers-Submers-Umstellung wirklich alles an Blättern verloren, so wie es ja auch in meinem Video zum Thema E-Merse und Submerse Umstellung schon gesagt habe, dass das einfach passieren kann. Gerade bei langsam wachsenden Pflanzen ist das halt zum Teil auch ein Totalverlust und dann dauert es eben jetzt auch ziemlich lange, bis das Ganze neu austreibt. Aber da mache ich mir keine Sorgen, das wird funktionieren. Man muss halt einfach nur ein bisschen Geduld haben. Und ich prognostiziere jetzt einfach mal ganz mutig, dass in spätestens 8 Wochen auch die Farbe wirklich sehr, sehr deutlich vom Übergang her sein wird. Also dass wir vorne wirklich das Gelbliche haben und es dann immer roter, immer roter, immer roter wird, bis es dann in Richtung Pink bei der Rota Lavalici wandert. Ich glaube, dieser Farbübergang wird wirklich gut aussehen und ich denke nicht, dass das noch allzu lange dauern wird. Ich hoffe, du konntest wieder ein paar nützliche Tipps aus diesem Video rausziehen. Ich empfehle dir jetzt hier rechts neben mir, schau dir vielleicht einfach nochmal mein Video zum Thema rote Pflanzen, falls du das noch nicht gesehen hast. Da gebe ich nämlich alle Tipps, die du brauchst, um deine roten Pflanzen wirklich maximal rot zu kriegen. Wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.